18. Lützeler Bürgerfest rund um die Lützeler Hans-Zuliger-Schule bot den Gästen ein tolles und abwechslungsreiches Programm. Eröffnet wurde das Fest durch die Trash-Drummer der Lützeler Goethe-Realschule Plus. Etwa 35 Gruppen und Vereine hatten ihre Stände mit zahlreichen Infos und Mitmachaktionen aufgebaut. Diese boten den Besuchern unter anderem Kinderschminken, Hüpfburg, Basteln und zahlreiche Spiele an. Das Quartiersmanagement hatte dazu noch ein tolles und abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Gruppen überwiegend aus dem Stadtteil Lützel zusammengestellt. Da waren unter anderem Django Reinhardt, die Chorgemeinschaft der Pfarrereien St. Peter, der Chor Artenvielfalt, die Kitas Mittelweide und Bolschwing und die Regenbogengrundschule zu sehen. Wir haben in diesem Jahr eine bunte Mischung von ca. 30, 40 Ständenakteuren. Auf der Bühne oder als Informations- und Angebotsstand hier auf dem Bürgerfest vertreten. Also das geht von Schulkindergärten, Bürgerfeinbombenfest, Lützler Karnevalsverein, der Kinderschutzbund, der Turnverein ist jetzt gerade gleich an der Bühne mit einem Auftritt dabei. Also Religionsgemeinschaften sind halt vertreten, ganz vielfältige Art. Der Schirmherr Oberbürgermeister David Langner verwies darauf, dass mit diesem Bürgerfest die interkulturellen Wochen der Stadt Koblenz eröffnet wurden. Bis in den Abend wurden die Gäste gut unterhalten und man freut sich jetzt schon auf das 11. Bürgerfest.